So, willkommen zurück bei meiner neuen Reihe Tricks fürs Fotoshooting. Und zwar habe ich ja in einem vorherigen Video bereits schon mal drei eher Krafttricks gezeigt, die sich gut eignen für ein Fotoshooting, also um schöne, also die schöne Fotomotive darstellen. Und heute mache ich nochmal drei Anfängertricks, die aber so ein bisschen mehr Flexibilität erfordern. Natürlich ist Kraft auch immer mit dabei, ganz klar, aber ist auch einiges, was man mit Flexibilität noch mal rausholen kann, dass es noch schöner aussieht. Und zwar starte ich einmal. Als erstes ist es ein Move aus dem Pole Seat. Den lernt man ja schon in einer der ersten Stunden meistens. In einer der ersten Pole-Stunden ist ja an sich gar nicht unbedingt schwierig, nur erstens am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig so zwischen den Beinen. Und zwar, ich zeige ihn euch einmal und dann erkläre ich. Und dann nochmal als Erklärung, das mache ich jetzt einfach mal von der anderen Seite, wenn wir beide Seiten einmal haben. Und zwar gehe ich erst mit dem Pole Seat und ich muss kurz reden, bevor ich reingehe, weil ich dann immer so angestrengt bin. Ich gehe in den Pole Seat und ich hake, für gewöhnlich ist meine Lieblingsseite, dass ich rechts auf links packe. Das heißt, dass auch meine rechte Hand oben bleibt. Die andere Hand geht nach unten und dann drücke ich die Beine nach unten und ich drücke den Oberkörper nach unten und biege so ein bisschen meinen Rücken durch. Das sieht dann halt sehr schön aus, weil das so ein bisschen flexibel aussieht. Also, ich probiere es nochmal von der Seite. Also, ich bin im Pole Seat, greife runter und jetzt drücke ich die, strecke natürlich die Beine und jetzt drücke ich nochmal die Schulter nach unten. Ich mache ein richtiges Hohlkreuz und öffne die Beine so ein bisschen zur Schere. Man kann die Beine auch beide geschlossen lassen natürlich. Finde ich ein sehr schönes Motiv. Dann haben wir etwas, und zwar aus dem Invert. Ganz einfach, den Invert lernt man ja auch dann irgendwann als Anfänger, so nach und nach, weil das natürlich eine Basis ist für ganz viele weiterführende Tricks. Und ich habe auf jeden Fall auch noch ein Video schon mal gemacht, wo ich den Invert noch mal genauer erkläre. Packe ich euch auch noch mal rein. Und zwar vom Invert kann ich auch ein Bein oben, also einen Fuß oben einhaken und das andere Bein runterziehen und dann dadurch in den Split ziehen. Das heißt, sieht auch immer meistens schön aus. Und zwar Popo vor der Stange, Ellenbogen kommt rein, also Achsel, nicht Ellenbogen, ich wechsle das immer. Achsel, anderer Arm kommt drüber. Und jetzt will ich nach oben gehen und ihr müsst auch gar nicht zuerst den Invert, weil wie gesagt, das ist ja für ein Foto. Ihr könnt eigentlich direkt das äußere Bein, in dem Fall mein linkes, also linke Fuß, vor die Stange packen und das andere Bein nach unten ziehen. Also, ich guck mal, dass es von der Seite schön aussieht. Anderes Bein nach unten. Also, Popo vor, Achsel, anderer Arm drüber. Und jetzt wichtig ist auch nochmal, dass ihr wirklich die Ferse quasi einhakt oben. Fuß natürlich trotzdem streckt und dann nochmal ins Hohlkreuz zieht, weil dann geht das andere Bein auch weiter runter. Wenn ihr so einen runden Rücken macht, geht ihr die Beine auch viel schlechter auseinander. Sieht immer schöner aus, wenn man ein bisschen noch den Rücken durchstreckt. Also nochmal von dieser Seite. Fuß und jetzt Bein nach unten, beide Beine strecken, Kopf nach unten, Hohlkreuz. Und dann noch etwas schön für Fotos, um auch am Anfang, wenn ihr vielleicht noch gar nicht so lange Pole macht. Ich finde, also ich habe mich damals total gefreut, dass ich so coole Kopfübersachen dann gemacht habe. Ich fand das total schön auf Fotos. Ein ganz normaler Leg Hang mit Bein hinten greifen. Je nachdem, wie sicher ihr seid, könnt ihr natürlich beide Hände nehmen, um das Bein zu greifen oder mit einer Hand und dann das Bein auch schön zurückziehen, ne, dass ihr dann schön in die Flexibilität kommt. Es ist so ein bisschen auch wieder ins Hohlkreuz leicht und natürlich auch Beinflexibilität. Ich mache es erst einmal vor. Jetzt nochmal, das heißt, wir gehen wieder in den Invert, beziehungsweise das Foto dürft ihr ausnahmsweise, müsst ihr nicht erst ins Wie gehen, dürft ihr theoretisch auch direkt die Kniekehle reintun, wenn ihr das schön machen könnt. Denkt dran, für eine Choreo oder so natürlich immer erstmal schön Beine aufziehen. Dann
geht in dem Fall, bleibt meine rechte Hand an der Stange, mein rechter Arm, ich sichere mich hier auch ein bisschen und die linke Hand geht zum linken Fuß und wir ziehen das Bein zurück und gehen dabei in die Rückbeuge. Also, wieder Inwardposition und jetzt hake ich das äußere Knie, das linke Knie, also Kniekehle, hake ich ein. Guck, dass ich schön mit der rechten Achse vielleicht noch mit drin bleibe. Löse den linken Arm, greife den Fuß und so sieht es natürlich noch nicht gut aus. Wenn ich jetzt aber runterziehe, ist es schöner. So, ich hoffe, da ist das ein oder andere schöne Fotomotiv für euch dabei. Und ihr könnt was damit anfangen. Ihr könnt mir gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr noch schön findet, was ihr vielleicht gerne in Fotoshootings macht. Oder auch nochmal, was ihr gerne als Tutorial haben möchtet. Dann versuche ich es natürlich auch direkt für euch abzudrehen. Und ansonsten, ja, wird auch dazu noch ein für fortgeschrittene Tricks ein Video kommen. Das heißt, 3 Flexi-Tricks fürs Fotoshooting mit fortgeschrittenen Sachen. Kommt auf jeden Fall auch noch.